Und das Mobilblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Werde ich euch wahrscheinlich wundern, warum der Ton so unglaublich gut ist. Ja, ich bin jetzt auch in so einer Mischung von Praxisraum und Studio mit ganz viel Hightech hier und mache jetzt erstmal so ein Quick and Dirty Video. Es ist alles noch nicht so richtig eingerichtet, beziehungsweise ich muss hier noch rumtüdern, dass ich hier die Kameras auch nutzen kann und so. Aber es wird, glaube ich, ziemlich cool. Freue mich drauf. Und ich glaube, hier gibt es auch so einen Jingle, ne? Naja, musst du ja noch üben. gut, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen heute? Ja, ansonsten haben wir heute mal das Thema: Möchtest du mit deinem Ex tauschen? Ja, Hintergrund ist so ein bisschen, ja, dass ja so manche so denken: Weiß nicht, wieso kommt der Ex mit allem durch? Wieso, weiß ich nicht, betrügt, lügt und betrügt und es passiert gar nichts und weiß ich nicht. Hat das Gefühl, es gibt ja keine Gerechtigkeit oder ich weiß nicht was, was man natürlich hier, also meine, die Erde ist da komplett frei von, ne? Man kann hier ungerecht sein, gerecht sein. Es hat halt alles Konsequenzen, ne? Das muss man auch mal wieder sagen. Es gibt ja nicht nur das Gesetz der Anziehung, es gibt ja auch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und wenn ich Hass aussende, dann kommt er natürlich auch irgendwann zu mir zurück. Oder wenn ich Liebe aussende, genauso. Aber gut. Also man denkt so, ja, wieso ist das alles so? Und keine Ahnung. Und ich werde hier betrogen und ich weiß nicht was. Und was ich dann ein cooles Gedankenspiel finde, ist so, würdest du eigentlich tauschen wollen mit deinem Ex, also wenn du sein Leben hättest, oder deiner Ex, finde ich einen super spannenden Gedanken und kannst ja mal überlegen, was du sagst jetzt. Also wenn du jetzt tatsächlich, ich vermute mal, dass du nein sagst, aber wenn du sagst ja, dann kannst du dir überlegen, was lebst du nicht irgendwie, was der oder die lebt, also was erlaubst du dir nicht oder welche Anteile in dir lebst du nicht oder wo hältst du dich zurück und warum? Könnte ja auch Gründe geben, so. Aber gut, wenn du es beneidest, ist natürlich schon die Frage, warum macht man das? Wenn du sagst nein, dann ist vielleicht eine Bestätigung für deinen Weg, dass du sagst: Boah, ja, ey, bin ich ganz froh, dass ich echt nicht so ein Lügenleben leben muss oder so ein Leben, wo man, was nicht andere so hasst oder anderen irgendwie immer durch den Kakao ziehen muss oder ich weiß nicht was, dann ist das vielleicht ein beruhigender Gedanke, sage ich jetzt mal so. Ja, das heute einfach nur mal so als kurzen Inspiration. Und was haben wir noch? Ja, ich überlege, ob ich im Sommer mal so eine Roadtour mache durch Deutschland und wenn ich auch in deine Stadt kommen soll, schreib gerne mal in die Kommentare oder an supportedliebeship.de. Ja, ich dachte, das mache ich so vielleicht, weiß ich nicht, 14 Tage, 14 Tage, 14 Städte, können auch kleine dabei sein oder irgendwo, wo schön ist und ja, wir überlegen noch so ein bisschen, wie wir das machen, aber soll es dann auch Gelegenheiten geben, wo man vielleicht zwanglos mal ein Kaltgetränk irgendwo trinken kann und also ohne groß jetzt irgendwie was buchen und Lesung, das ist glaube ich alles noch zu wackelig, das machen wir vielleicht ein bisschen später im Jahr. Aber ja, hätte ich irgendwie Lust so, hätte man wieder Lust auf Kontakt zur Community hier und dachte, das wäre eine coole Idee und ja, freue mich über Feedback.